Das Diagramm ist von Microsoft Inclusive Design und zeigt permanente, temporäre und situationsbedingte Einschränkungen in Beispielen. Zunächst, wenn es um Touch geht, also die Fähigkeit, mit den Händen etwas bedienen zu können, permanent wäre, man hat zum Beispiel nur einen Arm oder der Arm ist gelähmt. Temporär wäre, wenn man den Arm in der Schlinge hat, aufgrund einer Verletzung, situationsbedingt, wenn man ein Kind im Arm hat zum Beispiel. Beim Sehen permanent wäre, man ist blind. Temporär wäre Katarakt, also grauer Star. Den kann man ja operativ wieder beheben. Und situationsbedingt wäre ein Autofahrer oder eine Fahrerin, die eben ihre Augen auf die Straße richten muss. Beim Hören permanent, eine Person ist gehörlos, temporär eine Mittelohrentzündung, da hört man auch schlechter, situationsbedingt ein Drinkmixer an der Bar, der eben durch das Schütteln des Drinks sonst wenig hört um sich herum. Beim Sprechen, eine permanente Einschränkung wäre nonverbale Personen, also Personen, die gar nicht sprechen können, aus welchen Gründen auch immer, von Geburt an oder permanent später erworben, oder temporär durch eine Laryngitis, also eine Kehlkopfentzündung, oder situationsbedingt durch einen starken Akzent, zum Beispiel auch, wenn man sich im Ausland befindet und dort die Sprache nicht nativ beherrscht.